Ja, moin. Und heina, ja, da sind wir wieder zurück, aber gemeine Rade. Moment mal. Ah, jetzt. Hä? Was macht der hier schon wieder? Ah, jetzt. Ja, wir sind ja im Grünroggenmehl. Und eigentlich auch noch am Rapsfrischen und am Krubbern und aber ich widme mich jetzt erstmal dem Grünroggen. Ja, gestern am Ende der Folge hat es angefangen zu regnen und dann habe ich so weit vorgespult und wie ihr oben sehen könnt, sagt ihr schon wieder Regen voraus und das ist, ach, es ist nervig. So, jetzt werden wir den Motor starten. Ja, es ist wirklich, wirklich nervig. Aber was soll's? Ist ja alles nichts, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich so oft regne in letzter Zeit. Oder so oft hintereinander. Das habe ich so noch nicht gesehen. Also direkt dreimal direkt hintereinander. Ohne irgendwie eine Zeit dazwischen. Ist mir erstmal nicht aufgefallen, aber naja. Einmal ist immer das erste Mal. Ist ja auch nicht so schlimm, macht ja nichts. Ja, dann wollen wir mal gucken, was das Ganze bringt. Ob da viel bei rumkommt oder nicht. Aber ja, dann werden wir dann gleich sehen, nicht? So. Das Licht mal wieder ausmachen vorne. Ich habe teilweise vorne Licht angehabt. Oder das Frontlicht angehabt, wie gesagt. Also ganz normale Ablendlicht. Weil das unter den Bäumen auf der Gemeinderei dann doch ganz schön dunkel ist noch. Aber die Gemeinderei ist eh allgemein dunkler als wie so manche andere Map. Was vom Prinzip her nicht schlimm ist, aber dafür haben wir dann Licht am Schlepper, ne? Dafür haben wir ja dann Licht. Ah, oh, und wieder einmal ziehe ich mir hier schwarzen Kaffee rein. Ah, immer schon wieder kein Kaffee weiter im Haus. Aber, naja, was soll's. Hauptsache Kaffee. Hauptsache Kaffee. Ja, ich weiß, vom Prinzip her könnten wir weitaus schneller fahren. Gerade mit so einem Schlepper, der ist dann doch ein bisschen PS stärker. Aber da sage ich mir einfach, nö, ich habe Zeit. Gemütlich. Ordentlich. Jo. Ja, das von daher. Muss ich hier nicht mit. Wenn er mit 16, 17 über den Acker ballern. Mich hetzt keiner. Und ja, ich lasse mich auch nicht hetzen. Und an einem Montagmorgen schon gar nicht. Joa. Ja, das Wochenende mal wieder schnell vorbei, vorübergegangen.
Ja, Mahlzeit. Oh, was soll's, ne? Nächste Woche kommt er, nächste Wochenende ist er schon wieder in Sicht. Also von daher, alles gut. Alles gut. Ne, wir ziehen hier die Bahn rauf und runter. Wir sind nämlich einigermaßen gerade. Achso, eine kleine Information vorab. Alles was das Dreschen angeht oder die Aussaat angeht, also das Sehen, das lasse ich definitiv nicht mehr den Helfer machen. Das mache ich alles nur noch selber. Wird für einen oder anderen nervig werden beim Zugucken, aber ihr müsst ja nicht zuschauen, es gibt ja noch mehr Kanäle. Ja, also von daher alles kein Problem. Aber als ich das Ergebnis gesehen habe hier mit dem grünen Roggen, ganz ehrlich, also da hinten fehlt so viel, hier vorne dieses große Stück fehlt, da hinten bei der die Richtung runter fehlt was, wo was vergessen hat und also das sind Dinge, die ja, das kotzt mich einfach an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind so echt Dinge, die mich echt tierisch nerven. Aber egal. Will ich wieder eine Mega-Folge machen. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt. Alles, was das Dreschen und das Aussehen angeht. Mache ich dann halt selber. Dauert zwar dann dementsprechend ein bisschen länger, bis wir etwas anderes machen können, aber das ist mir wurscht. Und in der Zeit kann man dann meinetwegen den Helfer grubbern lassen oder keine Ahnung. Da muss man zwar auch wieder nachgrubbern oder selbst ein bisschen was ausbessern, aber lieber beim Grubbern oder beim Pflügen als wie beim Sehen. Sorry, weil das hatte ich mich hier zu spät gesehen. Und wenn du dann mit der Seemaschine durchfährst, dann machst du natürlich wieder auch einiges kaputt hier. Und dann dauert es natürlich wieder, bis das dann wieder so weit im Wachstum ist. Ja. Das Licht aber aus, das brauchen wir nicht mehr. Ja, ich hoffe nicht, dass es jetzt gleich in der nächsten halben Stunde wieder anfängt zu regnen, weil mit dem Grünroggen mähen durch sind. Tigille, mach Platz jetzt! Mensch! Ach, du hast auch vor jedem bisschen Schiss, nur weil es ein bisschen. Was heißt stürmen? Das ist ein bisschen mehr windig als sonst draus. Meine Güte. Stell dich nicht so an. Ziehen hier noch mal eine für längs. Das ist auch ein Phänomen. Das kann noch so stürmen draußen. Und wenn das richtig stürmt, also wirklich, wirklich stürmt, wir draußen laufen, das ist kein Thema. Also weil das ein bisschen windig draußen ist oder ein bisschen mehr oder ein bisschen doller windiger draußen ist und das ein bisschen pfeift und jault,
Da macht mein Hund sich ja fast ins Hemd, ey. Das ist unglaublich. Und wie gesagt, schon mal erwähnt, es ist kein kleiner Taschenhund oder irgendwas, ne? Die hat schon eine ziemliche Größe. Aber naja, was soll's, was soll's. Ach, jetzt muss ich ja mal gucken, ob ich nachher überhaupt noch Platz von den Slots her habe für den Schwader. Weil, ja. Machen wir mal eben Schlepperchen aus. Hä? Ach, da unten. Ja, der reicht auch in Arbeitsbreite. Ich brauche keinen Vierkreiselschwader. Denn den guten Fellerschwader, den habe ich auch wieder verkauft. Weil der war auf den kleineren Feldern halt ja, nicht so prickelnd. Klar hätte man jetzt noch einen kleineren kaufen können. Ein Zweikreiselschwader, aber ganz ehrlich, dann immer doppelte Maschinen hier und uha, das war knapp. Und da, das ist dann auch scheiße. Auf Deutsch gesagt, entschuldige den Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine und das ist so. Ja. So. Kann das Radio mal wieder anmachen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was hier gleich runterkommt. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Bin auch am Überlegen, ob wir das ja, doch, sollen wir gleich in Fahrwege fahren. Wenn wir hier fertig sind, mähen und dann schwaden. Dann werden wir das schwaden und dann Silo fahren. So, na, hier habe ich was vergessen. Doch, ich auch noch ein bisschen was, aber das ist nicht so wild. Das ist nicht so wild. Oh, wunderbar. Oh. Dort bin ich froh, dass man nachts jetzt wieder einigermaßen vernünftig schlafen kann, ne? Ganz ehrlich, es ist nachts nicht mehr so heiß, ey, aber das ist richtig angenehm. Aber das vorher, das war ja wirklich Katastrophe. Ja, hier hatte ich das mal mit der Fahrgasse ausprobiert. Und ja.
Oh, Fahrgasse über grünen Roggen brauchen wir nicht. Da brauchen wir nicht. Dann müssen wir da rüberziehen hier. Wollte ich gar nicht ausschalten. Anheben wollte ich dich, nicht ausschalten. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich euch großartig erzählen soll. Muss ich ganz ehrlich gestehen, aber... ja mal auch nicht so schlimm, wenn man nicht viel redet. Ist auch nicht so wild. Na gerade, ich habe ein klein wenig Delay im Streamchen, aber es ist nicht allzu doll, also nicht ganz so schlimm. Ist das nicht ganz so schlimm? Sorry. Ach, mein Käffchen auch schon wieder alle gleich. Ach, Mann, ey. Ja, so ist das. Und Herr, unbedingt dran denken, dass ich Kaffeeweißer kaufe. Ich bin nicht so der Fan von schwarzen Kaffee. Das ist nicht so meine Welt. Zur Not geht das mal, aber so auf Dauer, uah, ne. Da bin ich kein Fan von. Mal jetzt um morgens jetzt wach zu werden oder was, dafür ist er dann ganz gut geeignet und geht auch, aber dass ich jetzt jeden Morgen
Kaffee trinken muss. Also schwarz, also Kaffee trinken morgens muss ich, sonst werde ich nicht wach. Aber schwarzen Kaffee. Ah nein, nee, bäh. Ui, Deibel. Das ist nicht meins. Ja, dann merkt man mal mit so einem Frontmehlwerk nur, mit so einem Heckseitenmehlwerk. Dauert das doch ganz schön lange, obwohl das Feld ja noch gar nicht mal so groß ist. Das ist noch einer mit der kleinen. Oder eins der mit der kleinen Felder. Aber wie gesagt, wir haben Zeit. Oder ich habe Zeit auf jeden Fall. Ja, so. Das war es dann auch mit dem Käffchen. So, und jetzt habe ich es mal angehoben. Denn eben hatte ich es nämlich nicht angehoben, das habe ich nämlich gemerkt. War auch nicht ganz so wild. Wie sagt man so schön? Wenn es kaputt geht, wird es repariert. Und wenn sich das nicht mehr lohnt, wird ein neues gekauft, ne? So ist es. Denn wir schmeißen mit dem Geld hier um uns. Immer raus damit, immer raus damit. War ein Quatsch. Ne, aber kann mal passieren, dass man das vergisst. Ach, Ziege, ist doch alles gut. Da draußen machen Leute Krach, ja, ich weiß. Und der Wind macht Krach und... Also weit. Sei da froh, dass es nicht so warm ist. Ich bin froh, dass es ein bisschen windig draußen ist. Ja, bin ich wirklich mal gespannt, ob hier mehr Ertrag weiter kommt vom Grünroggen, als wenn ich hier eine ganz normale Wiese daraus gemacht hätte oder eine ganz normale Weide daraus gemacht hätte. Aber das werden wir mal testen, genau. Das werden wir mal testen. Wir werden uns das Endergebnis jetzt mal aufschreiben gleich, was wir in den Silo reingefahren haben. Dann werden wir das Ganze hier grubbern. Beziehungsweise ja, erst flügen und dann grubbern. Und dann, dann düngen. Also erst kalken und dann düngen. Dann Gras sehen und dann nochmal düngen. Und dann mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Ob die Spielmechanik oder Spielphysik das hier so drauf hat, dass es da einen Unterschied gibt. Das habe ich immer noch nie ausprobiert. In irgendeiner Art und Weise. Irgendwo auf irgendeiner Map hatte ich das, hatte ich schon mal Grünrocken gesehen und gemäht, aber ich weiß gar nicht mehr auf welcher. Ich weiß nicht, ob das die Alsace-Check war oder die Lone Oak, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ja, von den beiden Maps und auch von der Green River werden erstmal keine Folgen kommen. Wie schon erwähnt, das sind wunderschöne Maps, die machen vom Prinzip her einiger Spaß, aber ja gut, nur habe ich auf der Green River auch extra noch einen zweiten Hof gebaut und hier und da.
Aber egal, wurscht. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, an den drei Maps reizt mich leider nicht so sehr und so doll wie an der Gemeinde gerade. Es ist halt so. Und wenn die Los Hügeland 2020 auch für die Konsole kommen sollte, dann haben wir definitiv noch eine zweite Map. Das weiß ich nicht wir, sondern ich habe dann noch eine zweite Map. Und ihr hättet dann im LS noch ein zweites Let's Play, wo ihr zuschauen könnt. Weil die hat und vermittelt wirklich genauso ein Feeling wie die Gemeinde gerade auch. Die ist wirklich top, die Map. Aber ich habe keine Ahnung, wann sie rauskommt und keine Ahnung, ob sie für die Konsole kommt. Das weiß ich jetzt nicht. Weil ich weiß, sind da nicht irgendwie schwerwiegende Skripte verbaut oder irgendwas. So wie auf der NF oder irgendwas. Also auf der Nordfriesischen Marsch oder so. Aber... ja, die Nordfriesische Marsch ist auch nicht schlecht, aber die ist mittlerweile auch schon abgedroschen, ganz ehrlich. Also die brauche ich dann für die Konsole auch nicht mehr. Und... ja, nee. Da noch wieder was drauf anzufangen, das wird auch langweilig. Nee. Aber schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen, wann die Los Hügeland 2020 kommt und dann, ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Kamera dazugegeben. Bringt zwar auch nicht viel, aber... müssen wir ja nicht wie die wilden Affen übers Feld ballern, nicht? Das tut doch nicht Not. Weiß ich, könnte hier mit 18 bis 20 km/h rüberknacken, aber mache ich nicht. Will ich nicht, mache ich in der Realität auch nicht. Ja, auch wenn wir da teilweise auch lange Ends haben an beiden, die wir mähen, aber auch da fahre ich. So maximal, wenn es hochkommt, so mit ja, 14, vielleicht mal 15, aber auf, schneller auf gar keinen Fall. Und auf den nicht ganz so großen, da bin ich dann auch nur mit 12 km/h unterwegs. Aber das handhabt jeder anders. Also von daher. Ist mir das auch relativ wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh, ich sehe den Regen schon kommen, ne? Jo. Ach ja, ach ja. Das mein Helfer. Also erstmal eine Spur beobachten, nicht dass er hier vorzeitig aufhört, weil das wäre nämlich. Und genau das. Oha, der ist ja. Alter Schwede, der ist ja richtig schlau. Da hebt er tatsächlich das Heckmähwerk. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, dann, wo ist denn der? Hier der. So. Machen wir schnell den Schwader. Aber meinem Glück. Setzt der Regen wahrscheinlich schon vorher ein, ich sehe das nämlich schon kommen. Naja, schauen wir mal. Oh, diese Lunke hier, ey. Ein bisschen beeilen. Mischstreuer ist ja auch noch hier, aber das ist egal, das ist unwichtig jetzt. Der Mischstreuer ist wirklich unwichtig. So. Fahren hier keine Autos? Ist der Verkehr aus? Da wollen wir mal nachgucken. Hä, wieso ist denn der Verkehr aus? Ah ja, er speichert jetzt ganz klar. Jetzt muss ich aber mal Wasser brauchen, die Kühe noch ein bisschen wieder. Aber noch kommen sie damit aus. Ja, das ist unwichtig jetzt. Tatsächlich. Die werden ausgemacht, was soll das denn? Was soll das denn? Ja, merkwürdig. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich ihn ausgemacht habe, aber naja. Schmeißt der denn für komische Schwatzer mal? Naja. Alles mit, ja. Das ist gut. Das ist gut. Er sieht das große Stück hier, ne? Das, was hier fehlt.
Das ist, wenn man den Helfer zum Sehen ansetzt. Aber naja. Chili-Gol, was soll's. Was soll's, was soll's, was soll's. Hier auch Vorgewände, alles vergessen. Hier auch vergessen. Ah, es ist echt, ey. Ah, das ist teils echt so nervig. Aber was willst du machen? Und hier auch wieder. Na gut, das sind nur die Stücke, aber trotzdem. Aber trotzdem, im Grunde genommen ist der Helfer quasi eigentlich zu nichts zu gebrauchen, es sei denn, du hast wirklich Koppeln, wo, oder Acker oder Weide, die wirklich geformt sind wie ein Würfel. Entschuldigung, aber das ist Tatsache. Also wirklich absolut viereckig und flach und gerade und keine Unebenheiten. Dann kannst du den Helfer gebrauchen und einsetzen, aber sonst auf gar keinen Fall. So. Ja, das haben wir. Habe ich mir gedacht. Nein. So, wenn wir jetzt von hier nochmal ansetzen. Und ein zweites Mal von längs. So. Sollte das so ganz gut mitkriegen, ne? Ja. Das passt soweit. Ah, da hinten wird es immer riesiger. Ich glaube, das fängt gleich an zu regnen. Aber so ist, dann ist das so, ne? Dann ist das so. So, wenn wir mal nach vorne fahren, dann fahren wir Bahn rauf runter. So. Passt so, ne? Passt so. Wunderbar. Wunderbar.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass wir da nicht gerade geblieben sind, nicht? Aber egal, das wird schon. Wenn wir die beiden hier mit haben, dann haben wir es auch wieder. So. Sudala. Ja, und dann bin ich mal gespannt nachher, was dabei rumkommt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Dass wirklich so viel mehr Ertrag ist wie bei Gras, kannst du mir eigentlich kaum vorstellen. Also in der Realität mit Sicherheit, aber hier im LS, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber liebe Freunde, wir werden es erfahren, sobald wir hier fertig sind mit Schwaden. Wäh, krabbelt da auf dem Kopf rum. Müssen wir eben ganz kurz mit dem anderen soll er nun nichts mitnehmen. Ja, passt. Wunderbar ist das doch, du. Und auch das passt wieder. Post, post. Einen Augenblick den Sender wechseln. Chris hat zuletzt von uns einer Murmel.
komisch. Er ist fertig, sagt er. Soll ich ihm das wirklich glauben? Ich weiß nicht. Ah, da wird jetzt ein bisschen was von weggehen mit, ne? Aber egal, macht nichts. Passt schon. Passt schon. Da wäre ich mal gespannt, was er aber. Sieht nicht so aus. Das hat er da viel stehen lassen. Aber wir werden es ja gleich sehen, wenn wir da vorbeifahren. Wenn wir dann zum Schwaden da hinten angekommen sind, sehen wir das ja. Oh, mich nervt das irgendwie gerade, dass mein Kaffee leer ist, ne? Auch wenn ich mir jetzt einen neuen machen würde, würde ich schon wieder einen schwarzen Kaffee trinken müssen, aber... Ich bin süchtig nach Kaffee! Hallo, fahr doch mal vorwärts! Ja, Freunde, das mache ich jetzt auch mal ganz kurz. Ich werde mir mal ganz kurz einen neuen Kaffee machen. Kleiner Augenblick, geht gleich weiter.
So, Freunde, ich mach kurz Kaffee, gleich wieder da. Tschüss jetzt. Hör auf damit. Mann. Tachchen, Tachchen, Tachchen. Mit einem richtig frischen Kaffee. Wunderbar. So. Weiter geht's. Schließlich fertig werden noch hier. Ja, wie gern würde ich jetzt einen tiefen, großen Schluck Kaffee nehmen, aber das mache ich nicht. Weil dann verbrenne ich nämlich mein Schnäuzchen. Jetzt wollte ich gerade einen kleinen Schluck nehmen, aber jetzt bin ich am Ende der Bahn angekommen hier. Nein, nein, nein. Bleibt ein Stück hier liegen, war nicht so wild. So, jetzt aber schnell einen Schluck Kaffee. Schon, schon ist der heiß noch. Ja. Sehr logisch, ne? Gerade frisch gekocht.
Ach ja, ach ja, ach ja. Ach ja, dann freue ich mich wieder auf morgen, ey. Wenn wir Großeinkauf machen. Das macht so viel Spaß. Es ist so riesig, das ist so. Aber naja, was soll's. Muss ja gemacht werden, nicht? Das muss ja gemacht werden. Diesmal werde ich meinem Frauchen auch sagen, dass wir Kaffeeweißwein diesmal ein bisschen auf Vorrat kaufen, weil immer nur so zwei von diesen Gläsern, bzw. von diesen Dosen, das reicht nicht. Wieder hast du es bald. Also heute bist du wirklich mal wieder, ist ein Tag, wo du echt nervig bist, Maus. Weißt du das? Hm? Ja. Ziege? So sehr hätte ich auch liebe Hund, aber heute ist wieder ein Tag, wo du mir richtig auf die Zwiebel gehst. Aber das ist nun mal so, ne? Kennt das mit Sicherheit auch. Ihr kennt das ja mit Sicherheit auch. Der, die, das ein oder andere von euch wird auch einen Hund haben oder Katze oder vielleicht beides. Ja. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich Katzen noch nerviger finde. Ein Tick meistens. Soll nicht heißen, dass ich was gegen Katzen habe, absolut nicht. Ich habe selber Katzen gehabt früher. Sind auch süße und hübsche Tiere. Aber. Meine beiden Kater haben damals die Angewohnheit gehabt, dass sie. Wenn die morgens wach waren, beim ersten Sonnenstrahl, dann der Meinung waren, oder auch meistens schon vorher, auch im Winter, wenn es noch dunkel war, so bei, ich weiß nicht, 4:30, 5 rum, dann auf den Betten rumzuspringen und Party und wilde Sau zu machen und zu spielen. Da ist man dann natürlich morgens dann schon das ein oder andere Mal bedient. Aber da muss man halt mit rechnen, ne? Wenn man Haustiere hat, ist das halt so. Ja, bei den kurzen Paaren brauche ich keinen mehr, sorry. Gar nicht mehr in die Innenansicht wechseln. Irgendwo haben wir gar nichts. So. Also muss ich gleich erstes Mal den. Der Kreisler gesagt. Komme ich denn auf den Kreisler, den Steier aus dem Weg nehmen? Komme ich denn auf den Kreisler? Hallo? Das war mir jetzt ja gerade unbegreiflich, wie ich auf Kreisler gekommen bin. Kreisler und Steier haben ja so mal gar nichts miteinander zu tun.
So, das werde ich mal eben machen. Gleich mal aus dem Weg fahren. Die gleich wieder gewaschen werden und repariert werden müssen die auch, denn die hatte ich noch nicht repariert. Denn da haben wir ja schon einen Schnitt mitgemacht und danach nicht repariert. Das müssen wir dann auf jeden Fall machen. Aber das machen wir dann, wenn wir hier durch sind. Wie gesagt. Machen wir dann alle Maschinen in einen Schwung. Und die Mähwerke dann, den Schwader, den Ladewagen, Schlepper. Die noch alles gewaschen werden, muss hat ja auch noch. So, das war das. So, ich stelle es mir da hin. Wo haben wir denn unseren... Ach, der müsste hier stehen, ne? Der müsste, genau. Den spannen wir jetzt mal vor den Ladewagen. Ach doch, da steht er. Da steht das gute Stück. So. Hallo. Na, warte mal. Pickup senken. So, auf geht's. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Da mehr rauskommt. Einfach bei Grassilage. Mal. Das werden wir gleich sehen, oder lieben. Vom Prinzip her müsste es ja normal, weil wir gesagt, Grünrocken hat einen dickeren Halm, Grünrocken ist länger. Also müsste hier eigentlich mehr Ertrag rauskommen. Aber so wie ich das sehe, ist das nicht der Fall. Naja.
Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Es ist als Grünroggen angesehen, als Grünroggen gemäht und erkennt es als Gras? Das kann doch eigentlich nicht sein. Okay. Na dann. Na ja, gut. Boah, dann. Braucht man da ja im Grunde genommen auch gar keinen Vergleich aufstellen. Das ist ja Blödsinn. Das ist denn der völliger Schwachsinn. Aber naja, okay. Das ist jetzt ja. Das ist schön vom der Sound, ne? Wie er arbeiten muss. Ja, wenn alle Schlepper das mal so hätten. Na gut, der. MF hat's auch, aber das ist ja auch ein Mod. Das ist ja keine Originalschlepper, ne? Ja. Naja. Aber nicht wieder das Thema. Das haben wir schon tausendmal gehabt. Bei tausend und noch einmal muss ich nicht haben. Ach ja, die Temperatur ist gut. So kann man Kaffee gut trinken. Ja. Ja, hier rein, ne? Ja, und das. Fahren wir das mal in das Silo hier, genau. Also in den, nicht in das. Und auf geht's. Fahrrad hier, ey. Das blöde Fahrrad hier. So. Also das war jetzt komplett einmal außen rum und eine Bahn. Nee, zwei Bahnen sogar. Dann ist er erst voll. Hm. Da kommt hier doch weniger aber raus. Obwohl ich es auch nicht verstehe, warum es hier als Gras gewertet ist. Und, ja. Auf der einen Map so, auf der anderen Map so. Hä? Verstehe ich nicht so ganz. Hm. Naja, was soll's. Was soll's, was soll's.
Die Gitter kannst du dich jetzt mal entscheiden, wie du liegen möchtest. Jetzt hast du da unten auch einen Platz auf dem Fußboden. Dann der Kuscheldecke, gehst du dahin, Fräulein. Na? Mach Platz jetzt hier. Vernünftig. Alte Ziegel. Ist ja schlimm. Schlimm, schlimm. Also meines Erachtens lohnt sich das gar nicht. Es war ganz schön für euch mal was anderes zu sehen, aber vom Prinzip her, also das wird knapp. Ja, schaffen wir trotzdem. Vom Sinn her kann ich hier auch Gras ansehen, das bleibt nicht gleich. Kommt eventuell tatsächlich sogar noch bei mir mehr bei rum. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir noch zum Rapsdreschen kommen. Ich glaube das fast nicht. Ich wette, oder können wetten, dass es gerade dann wieder anfängt zu regnen, wenn wir umswitchen wollen. Wenn wir dann hier fertig sind. Mit dem Grünroggen-Gras einfahren. Entschuldigung. Ich bin mal gespannt. Da ist schon die Hälfte vom Feld runter und... Ah. Das lohnt sich auf gar keinen Fall. Das lohnt sich wirklich auf gar keinen Fall. Wenn nicht mit einem Feld, dann müsste man das hier und das nebenan eventuell auch noch als Grün roggen. Aber vom Ding... Aber es bringt ja eh nichts, weil es als Gras angezeigt wird. Es wird ja auch als Gras eingefahren, also deswegen von daher... ja. Werde ich das dann nicht nochmal machen, das lohnt sich einfach nicht. Man irgendwie umsonst Zeit investiert, muss man ganz ehrlich sagen. So. Das habe ich jetzt auch wieder nicht verstanden so ganz, aber naja. Okay. Manchmal ist das Spiel komisch. Manchmal ist das Spiel sehr komisch. Warum spielst du das denn dann nach, wenn es immer komisch ist, wenn du rummeckerst?
Ja, das hat einen einfachen Grund. Das macht Spaß. Trotz alledem. Das ist der ganz einfache Grund. Freunde der Sonne. Ja, tatsächlich, wir haben schon gleich die Hälfte runter, ist erst zwei Wagen eingefahren. Also das lohnt sich nicht. Das lohnt sich absolut nicht. Und man muss dazu sagen, das Feld war voll gedüngt, ne? Volle Düngestufe erreicht und trotzdem. Ja, schon doof. Ah, lohnt sich nicht. Da kann ich hier lieber, wie gesagt, ein paar Mal erwähnt jetzt, ich weiß, aber da kannst du hier wirklich lieber Gras drauf sehen und Gras drauf machen. Da hast du mehr von und da kommt auch mehr drum rum. Mehr bei rum. Und du hast die Mühe nicht vom ewigen Grubbern umflügen, bla, erst flügen, dann grubbern, dann kalken, dann düngen. Ne? Dann machst du einmal alles, dann siehst du Gras und dann haust du nach dem Mähen immer wieder Gülle drauf. Feststoffdünger. Und dann wächst das Gras, dann kannst du wieder mähen und gut. Und man muss ja nicht andauernd pflügen und krubbern und hast noch nicht gesehen. Da lohnt sich Tinkung und Roggen nicht, absolut nicht. Das lohnt sich nicht. Ist zwar schade, aber naja. Egal, was soll's. La 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 la. Ja, ist ja gut, ich höre schon auf. Ich weiß, dass ich nicht singen kann. Habe ich auch nie behauptet, du. Ah, das war ein bisschen zu eng hier. Ein bisschen zu eng genommen. Na, du alte Ziege? Du alte Zicke, was ist los hier? Was ist los? Was ist los, Bibi? Sagen. Kann eigentlich auch nicht sein. Eigentlich. Bisschen hier nehmen wir noch mit. Wann guckt denn der Busch da durch die. Warte mal, oder ist das etwa. Ah, Moment, ich habe da einen Verdacht. Das könnte noch. Dieser Ding? Was ist, Tequila? Hast du es jetzt bald mal? Mann!
Was ist denn los mit dir? Sag ich doch. Da ist hier noch. Zack. So. Tila, mach Platz jetzt! Oh. Ja, sorry, Freunde, das war gerade ein bisschen laut, aber ganz ehrlich. So manchmal. Himmelherrschaft, ey. Das war jetzt der dritte, ne? Ja. Das war der. Ja, der dritte, genau, der dritte Lademann vor war es. Naja. Ach, sorry, ich muss mal eben. Oh. Langsam drückt die Kopfhörer. Drückt die Kopfhörer? Langsam drückt der Kopfhörer. Beziehungsweise das Headset. Das Öhrchen. Auf das Öhrchen. Das, obwohl die eigentlich sehr, sehr weich gepolstert sind. Und Tragegefühl hier auch sehr gut ist. Sehr gut sind. Aber. Und nach knapp anderthalb Stunden merkt man das dann doch schon mal zwischendurch. So ein bisschen. Nicht doll, aber so ein bisschen. Ja. Ja, den werden wir nicht mehr vollkriegen mit dem bisschen hier. Das glaube ich nicht, mit den kurzen Bahnen. Oder mit dem kurzen Schwarz hier. Das glaube ich nicht. Kann mir nicht so ganz vorstellen. Glaube ich nicht, dass wir den noch voll kriegen werden. Hälfte haben wir jetzt. Mal gucken. Aber ich denke nicht. Sind noch 1, 2, 3 schwarz. Und das noch nicht mal große, sondern auch nur kleine. Ja, aber selbst wenn wir ihn vollkriegen würden, bringt das Gras hier hinten drauf mehr als wie Grünroggen. Also Grünroggen. Schön anzugucken, um mal was anderes zu sehen, aber um effektiv Futter einzufahren, lohnt sich das hier beim LS auf jeden Fall nicht. In der Realität sieht es definitiv anders aus, das weiß ich, aber
Hier auf keinen Fall. Oh, dieser Hund, ne? Meine... F oh. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich weiß nicht, wie man so viel Angst vor so ein bisschen Wind haben kann. Ganz ehrlich. Mach da Platz jetzt, Tequila, und da bleibst du jetzt. Dafür hast du deine Kuscheldecke da unten. Jetzt ist irgendwann mal Schluss. Echt, du gehst mir echt tierisch auf den Keks. So, mal ganz noch festfahren schnell. So ganz richtig, aber rein kommt er mir trotzdem. Ach, das ist das Gewicht vom Klaas. Aua. So, mal ein Tempomat runter stellen zum Festfahren. Ah, so reicht. Das ist tatsächlich nicht schwer genug, wa? Oh, ich hasse dieses Hügelige, ne? Ich mag das aber überhaupt nicht, habe ich aber auch schon tausendmal erzählt. Also das ist nicht meins, ey. Da bin ich kein Freund von. Ihr werdet euch jetzt wieder so lange auf dem Haufen hier rumeiern, bis das weg ist. Weil sonst kriegt die Krätze, wenn der Siedlerhaufen aussieht wie so ein Schweizer Gebirge oder keine Ahnung. Ja. Ich mag es einfach nicht. Ist auch absolut beschissen abgeladen hier, ganz ehrlich. Aber naja, was soll's. Die Kinder ist gut jetzt!
Meine Güte, ey. Oh, heute bist du echt schlimm. Heute regst du mich echt auf, Ryan. Ganz ehrlich. Kann doch nicht wahr sein, ey. Du musst gar nicht gucken, du bleibst da unten liegen. Hin und her geeiere ich auf dem Sofa, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ist nicht, läuft nicht. Mann, was ist denn heute los, ey? Wieso ist das? Verstehe nicht. Doch sonst nicht so eine Probleme, ohne Schild das glatt zu kriegen. Das begreife ich nicht. Verstehe ich nicht so ganz. Naja, gab ja schon ein Update und ich das wieder daran. Das haben wir schon mal gehabt. Ich weiß nicht, der eine oder andere kann sich daran erinnern. Gut. Holen, ab jetzt! Raus! Kikila! Raus! Jetzt ist Schuss! Meine Güte! Irgendwann ist echt mal Feierabend. Mann, ey. Ja, der eine oder andere wird sich daran erinnern, das haben wir schon mal gehabt nach dem Update. Dass man nach dem Update dann so beschissen festfahren konnte und dass das alles nicht mehr richtig funktioniert hat. Mit der Silage und das. Nicht, dass es hier wieder so anfängt, ey. Ja, der eine oder andere von euch kennt das, aber gab nicht. So mit dem Video und das, da bin ich echt penetrant. Auf Deutsch gesagt. Das muss für mich alles komplett stimmen hier, weil sonst. Ich krieg einfach die Krise, wenn die Plane aussieht wie beim. Wie so ein altes Gebirge oder irgendwas. Nicht Sinn und Zweck des Ganzen und es, wenn man dann es genau nehmen will, ne, in der Realität ist es auch nicht so. Klar ist das da ein bisschen auch was anderes, weil hier sind es teilweise Polygone, die das Ganze so ein bisschen bergig machen.
und so kantig hier. Der eine oder andere weiß, was ich meine. Aber es nervt mich halt einfach. Ernsthaft, jetzt habe ich da schon wieder so ein... Kann nicht sein, ey. Noch weiter an die Mauer drücken hier. Jetzt gibt es bestimmt auch viele Leute, die sagen, mit dem Schild geht das viel schneller. Mag sein. Aber es geht auch ohne. Es geht auch ohne. So wie hier, auch wie in der Realität. Kann wieder dahin. Der kann stehen bleiben. So. Also, nehmen wir hier vorne natürlich noch weg, ist ganz klar. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was wir hier drin haben. Ne? Naja. Aber wie war das? Hier. Wir gehen hier rein in die Ladewagen. Ich glaube 56.000, ne? 224.000. Und ein halber. Ja, sagen wir 240.000 Liter. Das ist eigentlich fast nichts. Achso, ja. So, und bevor das jetzt... ...wieder anfängt zu regnen, weil ist ja Regen angesagt, machen wir hier beim... ...im Rapsdröschen weiter. Mit unserem unserem schönen Class Dominator 2018. Ne, 2018? 2008, ne? Ne, doch, 2018, ja klar. Ja.
So. Ich weiß gar nicht, wann hat denn das gestern angefangen zu regnen? Das war gegen Mittag, glaube ich, irgendwann, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß das. Geh weg, Mann. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Wieder fast kalt. Boah. Also Kaffee, mein Kaffee, den ich normalerweise trinke, also mit Kaffeeweißer und 2 Level Zucker, wenn der kalt wird, das ist schon teilweise, boah, nicht lecker. Aber schwarzer Kaffee, boah, das ist nochmal eine Nummer schlimmer, ey. Boah. Das ist nochmal eine Nummer schlimmer. Denn? So, zack, und weiter geht's. Da ist aber auch nichts drauf, ne? Bis der Drescher voll ist, ey. Hier gehen gerade mal, was gehen hier rein? 8000? Meine Herren, ey. Geh mir nicht auf den Keks. Ich antworte jetzt eh nicht, keine Zeit. Und auch keine Lust zu antworten, ganz ehrlich gesagt, davon abgesehen. Stehen lassen da hinten? Nee, ne? Ja. Den mal eben dezent aus dem Weg nehmen. Und stehe ich hier auf dem Hügel? Ja. Mach nix. Mach nix. So. Hallo, weiter. Weiter im Text, weiter im Text. Mal schön die Ansicht benutzen, ne? Eigentlich. Passt ja eigentlich. Aber nö. Ich fahre lieber in der Innenansicht.
leuchtet auch nicht so laut. Das ist kurz nach 12 auch schon wieder. So. Der Becherkaffee auch leer. Komm her hier. Meine Güte. Du mach Platz jetzt hier. Und bleib auch liegen, Fräulein. Nächstes Mal rauf, runter. Das werde ich nämlich echt gleich wahnsinnig. Du sollst hier Platz machen, dich hier. Es reicht. Sonst gehst du gleich raus und bleibst draußen. Meine Güte. Oh, dieser Hund, ey. Komm, hopp, raus. Ich hab dir das... Raus, ich hab dir das eben gerade gesagt. Raus. Tschüss, auf Wiedersehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Meine Güte, ey. Oh. Ohne Witz, ich liebe diese Hunde, ne? Aber heute ist die echt so anstrengend. Oh. Ist echt schlimm. Wahnsinn. Ach ja, ach ja. So, einmal abtanken bitte. Ach man, da passe ich nicht durch, da hauen wir wieder gegen. Da will ich nicht.
So. Nicht so viel, ne? So. Boah, der bremst aber auch echt. Wirklich. Nicht so prompt. Und schnell. Ja, war es auch schon alles. Altes Gerätchen, ne? Ist ja auch schon ein altes Gerätchen. Der ist ja nicht mehr der Jüngste. Ja, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht setze ich gleich doch mal einen Helfer an hier. Dann kann ich da, wo der grüne Roggen war, schon mal wieder umgrubbern. Beziehungsweise pflügen. Muss ich allerdings erst zum Händler den Pflug holen. Oder habe ich den schon im Hof? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Na, schauen wir mal. Mal gucken, mal gucken. Weiß ich, meckert zwar immer über einen Helfer, aber. Mach's jetzt trotzdem mal. Nee, ich wollte gerade sagen. So, auf dem Hof sind wir schon mal. Jetzt muss ich allerdings erstmal. Achso, ja, jetzt laufe ich gerade Benzin rüber, aber. Auch wurscht. Boah, 2% gegärt schon. Das ist ja Halleluja, ey. Muss ich hier. Nein. Natürlich Kalk, aber gepflügt werden muss er nicht. Kalk brauchen wir. Ich habe hier natürlich noch Dünger drin, ne? Hier sind die Mähwerke hinter. Wo ist denn mein? Achso, der steht hier.
Egal, wir fahren jetzt mal zum Händler, holen den Flug. Der müsste ja eigentlich beim Händler stehen. Gekauft hatte ich hier noch schon, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, ey. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich stehe da noch. So, Alter. Ich wollte sagen, hä? War doch der Meinung, dass ich ihn gekauft hatte. Ja. Sollte auch. Da bin ich ja mal gespannt. Und das sehen wir ja gleich. Das sehen wir ja gleich dann. Sag mal, ich habe doch den Verkehr vorhin wieder angemacht, ne? Oder nicht? Ach doch, ja, siehst du, da hinten kommen Autos, alles klar. Alles klar. Wollte gerade sagen. Jetzt muss ich mal irgendwas ausprobieren. Moment. Gucken, ob er das gleich wieder glatt sieht oder ob er das als gefühltes lässt. Mal ein bisschen weiter hier an die Kante ran. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Das ist genauso wie bei der anderen Kombination, die ich hatte. Er hat Flugschare dran. Im Grunde ist es ja einfach nur ein Tiefenloggerer eigentlich in dem Sinne. Und dann hat er auch die Walzen hier hinten dran. Aber er zieht es nicht glatt. Er bereitet kein Saatbett. Obwohl die Dinger hinten dran sind. Und das ist dann in meinen Augen schwachsinnig. Wozu sind die hinten dran? Brauchen sie denn nicht? Das ist blödsinnig. Naja. Verstehe ich nicht so ganz. Aber was soll's? Wir müssen sowieso erstmal mit dem so ein bisschen aus dem Weg hier. So. Die müssen wir ausdeuten. Ja, irgendwie bräuchte ich noch. Ja. Irgendwie bräuchte ich. Komm, wir machen das. Warte mal, ich muss eben ganz kurz was gucken. Da haben wir 300. Da haben wir 405. Und da haben wir 200 länger, klar. Ja. So, hat er jetzt nur das Mähwerk oder hat er. Ah.
Jetzt müsstest du aber das Mir weg haben. Das ist zu nervig, ne? Also, du hast ja diesen Trigger, diesen vorgegebenen, und trotzdem kannst du da stehen und trotzdem hat er dann immer noch den Schlepper. Das ist doch für ein Moas. Dass sie so eine Reichweite haben, ey. Das ist doch blöd. So, das Ganze noch waschen. Scheint wohl so auszusehen. Das sieht wohl so aus. Na gut. Na dann. Na dann, na dann. Okay. So. Bumpen. So. Ja, du hast einen vollen Korntank, das ist mir momentan gerade egal. Obwohl, nee, es soll regnen. Stille, ist mir doch nicht egal. Still. Oh, jetzt aber erst mir weg hier. Ach, Manometer, naja. Helfer entlassen. Oh, Alter, der bremst aber auch, ey. Mach die Dings aus. Mann, 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 ey.
Alter, was war das denn? Da haben wir gerade erschrocken. Junge, hier gibt's hier laute Vögel. Moin, Lüneberger Gesangsverein. Der Lüneberger. Ja, im Bestand reingefahren, ich weiß, aber momentan ist mir das gerade mal völlig schnuppe. So, sehen, dass wir ihn hier wieder ansetzen. Und jetzt zeigt noch weiter. Die muss schon leer machen. Ach, meine ich doch. Meine ich doch, die hier vorne. So, da la. So, da la. So. Den machen wir jetzt mal leer oder machen wir erstmal Feierabend für heute? Beziehungsweise machen wir erstmal ein Päuschen. Und. Dann sehen wir uns gegen Abend wieder. Ja, so machen wir das. Ne? Ja. Gut, Freunde, ich sag. So, ich sag recht herzlichen Dank fürs Zuschauen hier auf Twitch und auch fürs Zuschauen auf YouTube. Und wir sehen uns. Das war's hier von mir, von der Gemeinde Rade. Bis dann und ciao, ciao.